Los geht's! Mit den Pfeiltasten auf deiner Tastatur lenkst du mich nach links oder nach rechts. Okay. Sei aber vorsichtig, dass ich nirgendwo gegenlaufe. Dabei können nämlich Sachen umkippen. Und bis wir alles wieder aufgesammelt haben, vergeht viel zu viel Zeit. Wenn das Spiel einfach sein soll, dann klicke hier. Soll das schwer sein? Nein, schwer. Beeil dich, sonst verlieren wir Snoopy noch aus den Augen. Wie süß der läuft, der Snoopy, ne? Oh, 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 das wird jetzt knapp. Oh nein! Wir müssen Snoopy dicht auf den Fersen bleiben. Und damit ich nicht dauernd irgendwelche Sachen umrenne, musst du mich lenken. Ja, ich weiß. Das machst du, indem du auf die rechte oder linke Pfeiltaste deiner Tastatur drückst. Hm. Ah! Wieso, wie schnell kann ich denn reagieren? Oh nein! Alles durcheinander. Hilfst du mir beim Aufräumen? Ziehe mit gedrückter Maustaste das Obst in den gelben und das Gemüse in den grünen Korb. Los geht's! Wenn ich jetzt weiß, was das hier ist. Was ist das? Mango? Und noch die Brombeeren, die Himbeeren oder Erdbeeren und Johannisbeeren. Ui, da ist wohl einiges durcheinander geraten. In den gelben Korb das kommt Gemüse. Das... Du kennst dich echt aus mit Obst und Gemüse. Echtes Gemüse? Hey, Snoopy nimmt die Spur wieder auf. Das ist ja cool, dass man einfach nicht wirklich Game Over geht, sondern einfach quasi, wenn man voll was verbockt, das auch noch... Fuck ey, was ist denn das? Hoppla. Noch was leeren quasi, schnell. Oder? Oh, das nein, Obst kommt in den gelben wieder. Und das Gemüse in den grünen Korb. Das Obst gehört in den Obstkorb und das Gemüse in den Gemüsekorb. Das Obst gehört in den Obstkorb und das Gemüse in den Gemüsekorb. Ich weiß. Alles so, richtig sortiert. Super. Hey, Snoopy nimmt die Spur wieder auf. Boah, das ist aber auch echt schwer. So eine Scheiße. Geschafft. Sehr gut. Oh, Snoopy. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie vielleicht Schröders Mutter? Wo ist sie denn? Ja, ich wollte nur fragen, ob Sie bei sich zu Hause im Flur eine blaue Decke gefunden haben. Nein, das war kein Putzlappen, sondern ein Gegenstand von Wert. Ach, die Decke ist im Wandschrank in der Küche? Ja, dann. Vielen Dank. Oh, Snoopy. Hast du gut gemacht. Aber, Snoopy, du siehst ja gar nicht gut aus. Oh nein. Haben wir uns nicht gut gekümmert? Eigentlich sollte ich ja... Aber Snoopy ist jetzt wichtiger. Hunger? Hundefutter wäre gut. Aber leider habe ich keinen Dosenöffner hier. Wurst. Was magst du denn sonst? Wurst. Ist hier noch irgendwas? Da. Da liegt ja eine Packung Hundekuchen. Super. Snoopy, sieh mal.
Auf 1000 direkt. So, jetzt natürlich. Aber schnell zurück. Es zu macht Schröder. Immer so froh. Und zur Decke. Tja, eine Schmusedecke sehe ich hier aber nicht. Hm. Ich auch nicht. Das sind nur Reste von einem alten T-Shirt. Na, das ist ja wohl ein Scheuerlappen. Ja, und jetzt? Das ist ja natürlich ein Problem. Seltsam. Das Fenster steht ja so weit auf. Bestimmt rausgeflogen. Vielleicht. Ist die Schmusedecke durchs Fenster geflogen? Ach, Blödsinn. Was war das denn für ein Handmove? Die Decke kann gar nicht fliegen. Trotzdem sehe ich mich draußen mal um. Ich hätte die Omni hier rausgestohlen von Linus. Schade. Unterm Fenster liegt die Decke nicht. Tja, und jetzt? Guck mal, sieht aus wie ein Vogelfeder. Snoopy, hast du vielleicht eine Idee, wo die Decke sein könnte? Eine Vogelfeder. Sieh mal an. Eine kleine gelbe Feder. Ich finde es schön, dass wir hier immer ein bisschen so vorankommen in dem Spiel. Also auch neue Sachen sehen. Nicht so wie zum Beispiel bei Bibi Blocksberg oder sowas, dass man immer wieder zurückgehen muss, um, ne? Hier ist man eigentlich immer... Gut. Rein damit. Immer bei was Neuem. Und man hat das Gefühl, vorwärts zu kommen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ein winziger Sturzhelm. Oh. Wem der wohl gehört? Ein Vögelchen. Gut. Den stecken wir mal ein. Kein Wo ist bloß Fischchen. Die verdammte Schmusedecke hin? Hast du aber genug. Du, dir geht's gut, Hündchen. Guck mal nicht so. Warum? Schnüffel mal. Ach, tatsächlich, das geht jetzt? Geil. Was ist das eigentlich für ein Ding? Ein Küken oder was ist das? Ah, endlich. Ein Fachmann. Vielleicht hat der ja schon etwas herausgefunden. Das macht hier keinen Sinn. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Schade, dass Fenster nicht sprechen können. Ich habe nichts gesagt. Ein Geist! Der Geist vom Küken. Das ist mit Sicherheit... der anstrengendste Tag in meinem Leben. Was ist eigentlich für ein Ding? Ein Helmchen für dich. Anscheinend hängt die Decke irgendwo im Baum. Aber wie kommen wir da hoch? Ja, hier, der Kleine kann auch fliegen. Und los geht's! Das ist süß! Super! Jetzt geht's los! Minispiel?
natürlich. Snoopy und Woodstock wollen nach oben fliegen. Woodstock. Hilfst du ihnen ein bisschen? Klicke Snoopy an und halte die Maustaste gedrückt. Dann fliegen die beiden nach oben. Okay. Pass aber auf, dass ihr euch nicht in irgendeinem Zweig verfangt. Sonst gibt's Hubschraubersalat. Okay. Wenn der Flug nicht so schwer ist, los geht's! Und beeil dich! Der Helikopter kann sich nämlich nicht so lange in der Luft halten. Das hast du großartig gemacht. Das war's? Manchmal fühle ich mich ein bisschen verarscht von den Kinderspielen. Ich hoffe. Nein, ich bete, dass die Schmusedecke da oben ist. Na, langsam wird's auch sonst, Zeit. Sonst werde ich wahnsinnig. Okay. Marshmallow. Ist das süß. Was? Warum bleiben die jetzt hier stehen? Was muss ich jetzt schon wieder hier machen? Was muss ich machen? Kann ich dich da irgendwo reintun? Gebaut. Aber das ist doch die Schmusedecke von Linus. Ja! Da ist sie! Endlich! Endlich! Mann, da fällt mir ein Stein vom... Ist sie krank? Ja, okay, Moment. Ach so! Ich glaube, Woodstocks Freund vermisst seinen Schirm. Deswegen hat er wohl die Schmusedecke gemotzt. Oh, ist das süß. Ist das geil. Ha! Bis zum Schluss habe ich gekämpft. Und nun habe ich sie wieder. Endlich. Nicht auszudenken, was Linus gemacht hätte, wenn die Decke wirklich verschwunden wäre. Stell dir vor, Charlie Brown. Ich habe mir in der Zeit der Entbehrung meine Decke komplett abgewöhnt. Ich brauche sie nicht mehr. Toll. Ich bin frei. Wo ist mein blöder Bruder? Irgendjemand hat meine Comics durcheinander gebracht. Wenn das Linus war, dem werde ich's zeigen. Andererseits... Linus in Not. Snoopy und seine Freunde. Ach, das war so süß, das Spiel. Oh, die Grafik war total süß und ach, schade, dass es zu Ende ist. Mir hat Spaß gemacht. War jetzt auch doch relativ lange. Ich hätte gedacht, dass es kürzer ist. Gut, hatte jetzt die gleiche Länge ungefähr wie Laura Stern, aber Laura Stern war halt sehr viel Gebabbel. Fand ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich mag die Tivula-Spiele doch langsam sehr gerne. Am Anfang war das so, aber
Doch. Ich lasse das hier noch auslaufen und sage danke, dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Und vielleicht sehen wir uns bei einem anderen Let's Play hoffentlich wieder. Tschüss.